Wenn ihr Lust auf einen Eiskaffee habt und das nicht vor Stunden schon gewusst habt, dass ihr jetzt Lust hast auf einen Eiskaffee, dann zeige ich euch, wie man den ganz schnell zubereitet. Herzlich willkommen in Evis glutenfreier Küche. Heute machen wir uns zusammen einen Blitz-Eiskaffee. Ihr habt das Rezept vielleicht schon gesehen, vielleicht auch nicht. Ich möchte es unbedingt mit euch teilen. Wir brauchen ganz wenig. Wir brauchen Zucker, wir brauchen Instant-Kaffee, wir brauchen Milch, wir brauchen heißes Wasser, wir brauchen so einen, wie heißt das überhaupt, Quirl, so einen elektrischen und Eiswürfel natürlich. Lasst uns loslegen. Den Zucker habe ich da schon drin in meinem Glas. Dann kommt unser Instant-Kaffee hinein. Das ist auch ganz gleich, welchen ihr da nehmt. Und dann nehmt euch 2 Esslöffel wirklich heißes Wasser. Und das Ganze wird jetzt mit diesem Quirl verquirlt. Das braucht ein bisschen Zeit, aber auch nicht allzu lange. Also perfekt für einen schnellen Eiskaffee, den ihr mal so zwischendurch vielleicht in eurer Pause genießen wollt. Oder vielleicht seid ihr gerade von der Arbeit nach Hause gekommen und euch gustet nach einem Eiskaffee. Dann ist das wirklich so ein klasse Rezept, weil es eben so schnell zubereitet wird. Ihr braucht es nicht viel anpatzen, sagt man bei uns in der Steiermark. Also nicht viel schmutzig machen. Die Zutaten hat man eigentlich in der Regel wahrscheinlich eh zu Hause. Also perfekt. So, und wenn das jetzt so schön cremig ist wie bei mir, ja, könnt ihr eure Eiswürfel dazu tun. Da dann natürlich nicht sparen. Und dann gleich mit der kalten Milch aufgießen. Oh, herrlich. Dann habt ihr oben einen wunderbaren Schaum. Unten, ihr seht, das ist ja fast eine Kaffeelatte. Eiskaffeelatte, perfekt, oder? Perfekt, da geht es nicht mehr. Ich wünsche euch weiterhin einen schönen Sommer. Ihr seht mich am Sonntag wieder. Ich hoffe, ich euch auch. Also dann lasst mir einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat. Oder vielleicht noch ein Abo. Ich freue mich drauf. Danke vielmals. Also dann, bis Sonntag. Tschüss, Baba.